Gas. Die wollte nur einen Lottoschein abholen. Einen Lottoschein. Vielleicht gewinnen wir was. Das war so episch. Oh mein Gott. Und so viele Hinweise. Man glaubt es kaum. Ich habe noch nie so viele Hinweise gesehen auf einen Haufen. Das muss was zu bedeuten haben. Oh yeah. Wir töten diesen Zombie. Zombie. Okay, bitte. Huh? Wow, der hat jetzt viel Leben. Aber das macht nichts. Wir gehen nämlich weiter. What the fuck? What the fuck? Wow, wow, pff. Zombies auf Speed? No. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Das ist ein epic fail. Halt die Fresse. Wah! Nein, das wäre ein epic fail gewesen, wenn ich da jetzt überspeichert hätte. Naja, Hauptmenü, Hauptmenü. Ja, möchte ich. Behindert! Gut. Die Oma abschlachten. Das Mädchen abschlachten. Ha! Speichern. Man kann in diesen düsteren Höhlen, die gar nicht düster sind, sondern richtig hell, ziemlich viel sehen. Das ist richtig. Habe ich das Mikro wieder an? Ja. Das ist wirklich episch. Und wir drücken diesen Hebel. Ja, wir drücken einen Schalthebel. Ne? Oh mein Gott. Und speichern das auch wieder. Dann haben wir wieder ein bisschen Weg gespart. Und jetzt geht's auf. Zombies auf Speed! What the fuck? Man sieht doch, wie niedrig das Wasser hier ist, oder? Aber nein, er will sich ja nicht nass machen. Der ist sicher zu fein. Unsere kleine Schwulette, ey. Egal. Wieso sind jetzt alle auf Speed? Jetzt geht die Mauer auf, stimmt's? Nein, nicht mal. Komm. Aha, das ergibt Sinn. Gut, wir gehen weiter. Zum Glück habe ich so ein schnelles Fingerchen. Oh ja, zwei, weil ich knüppel ja mit zwei drauf, ne? Ein Medipack, das übrigens David gesammelt hat. Nicht Kevin, aber ist ja auch egal. Die Logik dieses Spiels ist die Logik des Games. Wahnsinn, oder? So viel Logik auf einen Haufen Kohle. Moment. Nix, okay. Oder? Es hat doch sein können, dass sich da eine Tür geöffnet hat und dann wäre ich dämlich da gestanden. Also schau her, die Store-Balken kommen. Ziehen wir auch diesen Hebel. Und wenn wir dann da lang, wir gehen da lang, weil wir da lang gehen. Und jetzt gehen wir dann bald ins MGM Grand. Und auch den Vater, den großen Jedder. Und wir sind am Anus. Scheiße. Penis. Moment, ich habe so eine Idee. Aber ob sie sich bewerkstelligt? Nein. Hat er natürlich vorgesorgt, die Sau. Die Sau. Moment, vielleicht hier. Nein. Was war zu episch gewesen? Na egal. Aber hätte er das Wasser wenigstens nicht tiefer und beweglich machen können, würde das schön zur Atmosphäre passen, aber nein. Schwul. Egal. Gehen wir weiter. Ja, wie gehen wir weiter? Wo sollen wir denn hin? Wir sind hier in einer Scheißhöhle. Umgeben von Blutflecken. Da unten ist eine Truhe, an die wir nicht rankommen. Dann ist hier so ein gestelzter Balken. Und ich erfinde Wörter, die es gar nicht gibt. Wie zum Beispiel Fuckfarts. Oder zum Beispiel eine Pulverzippe. What the fuck? Der ist so schnell wie wir. Und jetzt töten wir ihn. Yeah. I can do it. Da schau her. Drücken wir den Hebel noch. Gehen jetzt darüber und erhalten wir zwei kleine Medipacks.
und jetzt den ganzen Scheißweg wieder zurückklatschen. Macht ja so viel Spaß. Ich bin Kevin. Also wenn ich hier rauskomme, mache ich auf jeden Fall weiter mit der Quantenphysik, weil die Quantenphysik, die ist ja so geil. Und ich hole mir jedes Mal bei einem Mechanismus der Quantenphysik einen runter, weil ich habe einen kleinen Schniedel und der ist halt klein. Ich muss halt damit leben, weil ich bin Kevin und lerne gerne für die Quantenphysik und habe ein blaues Stirnband und latsche durch die Höhlen, wo vorher ein blauer Drache war, und das ergibt sowas von keinen Sinn, aber ist ja egal, weil ich bin ein bisschen schwul im Kopf und nicht nur im Kaffee, mein Kacke. Und wir gehen jetzt, weil, ja, und jetzt suchen wir nach wieder einen gestelzten Balken, einen Stelzen, der überall da aufgewachsen ist, weil wir haben jetzt eigentlich keine Ahnung, weil, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Wieder zurück zu dem einen Speicherpunkt, also zu dem blauen Dingenskirchen, was leuchtet und wo der Kommentator dieses Spiels, Golemsen oder so heißt der, der bezeichnet das immer als Speicherpunkt, ne? Also der ist jetzt kurz scheißen gegangen, ne? Und der, gut. Hier ist ein Skelett, hier sind Spinnweben, hier geht's weiter. Das Spiel ist scheiße, dieses Spiel fickt den Cartridge das Leben. Nein. Das ist langweilig. Wow, wie kreativ. Wow. Ich finde das so geil, ich muss mir gleich auch noch drohen. Nein. Ja, du Golemsen. Golemsen! Wow, das nenne ich Mapping. Out. Und jetzt. Wie kreativ. Wie einfallsreich. Mir bleibt die Luft weg. Das Spiel ist gaga. Diese Kreuzerl. Das bringt nichts, gehen wir wieder. Oh mein Gott. Maja. Also immer halt lustig drauf, ha? Ja. Ja, wahnsinnig, Magai Flieger. Ja, wir sind mit David durch. Und wechseln jetzt wieder zu David. Wer hätte das gedacht? Wow, ich bin schon seit längerer Zeit durch diesen Wald gelaufen. Was? Wow, ich bin nun schon seit längerer Zeit durch diesen Wald gelaufen. Wow, sag ich. Diese Burg ist um den Nebelwald zu durchqueren. Folge der Dichte des Nebels. Und so steht auf einem Grabstein. Seltsam. Ich bin dumm. Und alle wissen das. Verdammt. Du musst... Du bist das Schwammalge. Okay. Da uns gerade ein schwarzes Schwammerle getötet hat, beende ich an dieser Stelle. Ja, und wir spielen am anderen Mal weiter. Ja, was sollen wir jetzt noch sagen? Ich sage ciao und Booyah!